Hallo miteinander, zum letzten Mal aus Ägypten und auch zum letzten Mal vor dem nächsten Add-on. Hallo miteinander, hier zum Sims 3 Let's Play. Darin liefert gerade ihr das Kupfer ab, so wie es aussieht. Jawohl, sie hat 427 gekriegt und 15 Visumspunkte und 10 antike Münzen. Eine schöne Melodie gerade auch noch gekriegt und Erin könnte jetzt da noch gerade ihr Zeug verkaufen. Wunderbar. Nein, möchte ich eigentlich nicht. Dann kann auch sie da mal alles Zeug, was sie hat, verkaufen, weil man brauchen wir da wirklich nicht. Nein, nicht kaufen. Schwachsinn. Verkaufen. Nochmal gut gegangen, Silber zerbrochen, Schlüssel. Er sieht nicht ganz so viel. Sternschliffsmaragd, der würde ich behalten, der sieht cool aus. Diamanten kann man aber. Was? Den kann man auch verkaufen, es gibt gutes Geld. Objekte verkaufen. So. Wenn man das erledigt. So, Erin kann jetzt auch noch machen, was sie will. Das ist egal. Der Janjiri, der muss da noch. Nach Camp fragen bitte, weil wir brauchen noch eine Antwort über das Camp. Und dann läuft ein Radio, können zum Glück nicht. Oh, einfach mal hinter Theke spazieren. So, also gut, dann werden wir jetzt auch noch Bericht erstatten, bevor es dann bald schon heimgeht. Ja, ich würde sagen, Erin, die hat doch da mal noch... Ah, sie ist am... Was ist sie da? Ah, Saft trinken. Ja, die kümmern sich schon selber ein bisschen drum. Oh, er segelt da voller Freude, da quer einfach mal über die Karte hinweg. Und dort der Bericht erstatten. Der geheime Spion, Janjiri. Was? In das Feuer? Was? Genau wie ich befürchtet hatte. Vielleicht ist das aber auch eine Gelegenheit für uns. Die Unterlagen sind entschlüsselt und du kannst dich ins Feuer begeben. Das meine ich leider nicht nur bildlich. Morgukorp ist hinter einer Ladung Flammenfrüchte her, die in der Gruft des brennenden Sandes wachsen. Anscheinend wollen sie einen neuen Kraftstoff daraus entwickeln. Nein, das nehmen wir jetzt nicht mehr an. Weil ist ja an und für sich schön und gut, das ganze Zeug, aber wir haben jetzt einfach keine Zeit mehr, weil es ist doch schon sexy. Ich würde sagen, jetzt könnt ihr mal beide zurückkehren zum Camp. Er nimmt das Auto wieder quer durch die Wüste. Zum Camp zurück. Und dann könnte er... Ja, wir haben doch da im Inventar noch genug zu essen. Essen wir etwas aus dem Inventar. Happen essen, er hat wirklich noch extrem viel Zeug da bei sich. So, Hunger ist gestillt, Hygiene ist eigentlich auch noch ganz okay. Ja, was machen wir jetzt auch noch die Zeit da im Camp? Ja, ihr könnt noch ein bisschen... Ja komm, sie können ein bisschen fangen spielen. So, auf Ägypten fahren, um ein bisschen fangen zu spielen, warum auch nicht? Ich würde sagen, damit wir da nicht allzu viel Zeit verlieren, kann ich das da ein bisschen vorantreiben. Oh, bei ihm schellt das Telefon. Oh, leider schon wieder vorbei. Grimasse schneiden. Oh, sie rennt schon wieder davon. Ah, jetzt hören wir Fangis spielen. Fertig, lustig, fertig, Fangis. Noch 4 Stunden sind es da. Was könnte... Kann Erin noch etwas gebrauchen? Hygiene und Harndrang, ja gut. Erin, in dem Fall gehst du jetzt zum Abschluss von dieser Reise da noch benutzen und duschen. Und der Janjiri, was macht der Janjiri jetzt noch? Geht jetzt ein bisschen schlafen oder was? Ah, er geht das Buch lesen. Er entspannt sich und liest das Buch. Sehr gut, sehr gut. Dann können wir da die Zeit wieder ein bisschen vorantreiben. Unsere Reise ist an und für sich sehr, sehr erfolgreich gewesen, weil wir sind, glaube ich, nur 300 minus gemacht.
Das heißt, wir haben sehr viel Relikt, jetzt auch natürlich, wir haben auch viel Relikt eingesammelt, wo wir schon, also verkauft, nicht gesammelt, wir haben viel Relikt verkauft, wo wir schon in Frankreich und in China eingesammelt haben. Und auch die Blumen, wir haben aber auch noch einige behalten, die wir jetzt gesammelt haben, also ich glaube, es ist schon ganz gut gelaufen. Wir tun jetzt die Zeit extra schnell vorantreiben. Ja, er geht jetzt schlafen. Der Urlaub ist in einer Stunde zu Ende. So, wir erhöhen uns da am Ende vom Urlaub. Wir sehen da noch eine Viertelstunde Urlaub ist übrig. Und der Changiri ist am Knurren. Er erlebt das Ende vom Urlaub schlafen, während Erin da die Memoiren von Jin Han nochmal liest. Also sie hat wirklich nicht allzu viel, ich glaube, wir werden nochmal Bücher kaufen. So, der Ausflug ist beendet, dieses Abenteuer ist zu Ende, aber in Ägypten warten noch viel mehr. Kehre nach Hause zurück, ruhe dich ein wenig aus, berichte von deinen Erlebnissen und begib dich dann nach Ägypten, um weitere Abenteuer zu bestreiten. Ja, also Ägypten hat mir persönlich bisher jetzt mit Abstand am besten gefallen von der ganzen Reise. Schreibt mir doch in den Kommentaren, welche Reise euch am besten gefallen hat, ob ihr lieber auf Frankreich gegangen seid oder lieber auf China. Wenn niemand etwas dazu schreibt, weil ich mache es ja in erster Linie für mich, dann werde ich sehr wahrscheinlich auch das nächste Mal wieder auf Ägypten gehen. Wenn ihr aber findet, nein, Ägypten ist scheiße gewesen, Ägypten hat mir überhaupt nicht gefallen, weil Erin ist nicht einmal schwarz geworden das Mal, dann lasst mir doch das auch in den Kommentaren und sagen, wo ihr denn hergehen würdet. Eben, die drei Orte kennen wir jetzt, Frankreich, Ägypten und China, wir sind jetzt überall einmal gewesen. Morgen gibt es ja dann das neue Add-on, aber jetzt kehren wir zuerst mal heim zurück. Ja, wieder Werbung da, gib Gas, Accessoires. Also die ganzen Accessoire-Packs, die werde ich mir nicht anschaffen, weil ist zwar cool, wenn man viel mehr Objekte hat, aber ich finde die einfach viel zu teuer, weil irgendwie, glaube ich, bei rund 25 Franken auszugeben für das Erweiterungspack, wo, wie ihr da schon gesehen, ja, einfach nur Items hat, das ist für mich einfach zu viel. Auch wenn die einzelnen Items im Store noch teurer wären und in so einem Package doch einiges Zeug drin ist. Ich glaube, wir kommen mit den normalen Items absolut klar, wo wir ja auch durch die immer mehr werdenden Add-ons auch immer mehr und mehr dazu kriegen. Und morgen ja dann mit dem, ist jetzt Late Night 3? Ich glaube schon, ja, Late Night Add-on, wo jetzt noch kommt, werden wir natürlich sicher auch einige Styling-Sachen dazu kriegen, weil ich meine, da geht es ja um den Ausgang und ich meine, dort stylt man sich ja in der Regel, so mein Ausgang geht, zumindest ein Frauenmann, das ist ganz extrem. Wir Männer sind da vielleicht eher ein bisschen, und schon gut. Also, ich möchte doch nicht alle in einen Topf schmeißen, es gibt auch Frauen, die das nicht unbedingt so brauchen, wo nicht sich jetzt extremsten stylen zum Ausgang gehen, es gibt auch Männer, die sich extremsten stylen zum Ausgang gehen, aber ich sage jetzt mal, durchschnittlich mehr Frauen machen das, drum. Ich will jetzt auch gar nicht mit euch da verkrachen, sondern haben jetzt einfach das als Beispiel reingebracht, dass wir da eben sehr wahrscheinlich einige Styling-Sachen dazu kriegen werden mit dem neuen Add-on. Ich habe das Add-on noch nie gespielt. Also es wird wirklich quasi wieder blind werden, wie abgesehen vom Reise-Add-on auch schon alle anderen Add-ons. Und wir sind da wieder zurück mit einem schönen Grafikfehler. So, wo sind wir denn da überhaupt gelandet? Ich würde sagen, es ist Zeit zum Heimkehren da und nicht einfach immer irgendwo an der Straße stehen. Ja. Das haben wir glaube ich schon mal gehabt, dass der Changiri einfach mal mit dem Güppel heimfahrt und der ihn laufen darf. Aber ja, soll es jetzt halt so sein, dass der Part zu lang wird. Oh, jetzt habe ich noch aus Versehen, bin ich auf die Tastatur gekommen. Das ist zum Glück auch nicht der Fall gewesen, sondern ja, der Part hat eigentlich eine schöne Länge. Das heisst, der Tag der Dienstag ist jetzt für Darren wieder einmal ein weiterer freier Tag. So, und wir schauen mal, was der Changiri als erstes macht, wenn er wieder daheim ist. Er denkt an Erin. Na, Erin hat das Taxi genommen, okay. Und dann geht er natürlich wieder mal. Er geht chatten. Er will seine Erlebnisse mitteilen. Und Erin, die könnte sich da außen halt einmal ja, ernten. Ja, sie soll mal ernten gehen. Ich glaube, es wird alles geerntet, was man ernten kann. Weinstock kann geerntet werden. Bin gespannt, was sie alles ernten, wenn man da jederzeit sie soll ernten, weil es gibt doch da einige Äpfel schon an den Bäumen und da auch, also wir warten jetzt da mal noch ein bisschen ab, wir haben ja noch ein bisschen Zeit in dem Part, sind ja erst bei gut 10 Minuten angekommen und
Ja, lassen sie jetzt da einfach mal machen, da. Das kommt schon gut. Die sind jetzt also 3 Tage sind's in Ägypten gewesen. Ja, tatsächlich, alles was geerntet werden kann, wird geerntet. Das ist wunderbar. Ja. Vielleicht nochmal kurz auf den Trip nach Ägypten zu sprechen kommen. Ist wirklich, also ich habe es relativ cool gefunden, um das nochmal das Ganze zu machen. Auch die Pyramide. Gut, dort das mit dem Zelt, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, weil ja, wir haben jetzt doch einiges an Geld dadurch zwar verloren, aber unser Kontostand ist natürlich mit 20.293 immer noch absolut in Ordnung, weil vor der Reise haben wir 20.600 gehabt, das heißt, wir haben jetzt eigentlich bei der Reise 300 plus das Zelt minus gemacht, also etwa 3.000 insgesamt für die Reise investiert. Ich glaube, das ist ganz okay, die 3.000 Franken haben wir schnell wieder drin. Wenn wir dann einfach normal spielen, ich glaube, der Changieri muss dann nicht einmal allzu viel Konzert geben, um auf die 3.000 zu kommen. Und größere Anschaffungen müssen ja die zwei momentan auch nicht machen. Ihr Haus ist eigentlich ziemlich gut eingerichtet. Wir werden vielleicht in nächster Zeit dann auch wieder mal ein paar neue Objekte für die beiden da kaufen. Ja, Unkrautjäten können wir auch mal noch machen. Dass das da die Pflanzen wieder ein bisschen schöner aussehen. Und dann hat sie doch da eigentlich noch im Inventar gehabt Pflanzen. Ja gut, Äpfelsamen, da müssen wir nicht unbedingt pflanzen. Ja, da über die Bücher, sie hat extrem, was gibt's? Gut, ein paar Bücher hat sie doch schon angefangen, aber ja, mit ihr müssen wir mal eine Buchhandlung aufsuchen, um ein paar Bücher zu kaufen. Haben ja herausgefunden, dass sie ja rechte Leseratten ist, also das haben wir schon lange herausgefunden, das wissen wir ja schon seit, ja, wie lange wissen wir das schon, dass sie eine Leseratten ist, schon seit Ewigkeiten fast, würde ich sagen. Und ja, ich glaube, das, ja, mal das mit dem Pflanzen, das machen wir jetzt noch, das tun wir jetzt auch schneller ein bisschen vorantreiben. Oh, dass sie da zuerst noch schnell das Unkraut jetten tut. Und jetzt da das noch pflanzt, so. Dann haben wir das jetzt da abgeschlossen. Ich würde sagen, dann geht sie jetzt da einfach mal, ja, sie geht Fernsehen schauen. Er hockt da immer noch am Chat, das ist wunderbar. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wir warten jetzt so schnell, bis sie drinnen ist, ist es jetzt effektiv Zeit geworden, um den Part zu beenden. Ja, das ist Part 99 gewesen. Morgen kommt dann Part 100, das erste Mal mit dem neuen Add-on. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Wenn es euch gefällt, lasst mir einen Daumen gegen oben da. Hoffe, ihr seid beim nächsten Part auch wieder mit dabei. Und bis dahin, tschüss miteinander.